Ist Populismus dann eine Gefahr für die Demokratie? Also dieser Rechtspopulismus ist insoweit eine Gefahr, dass wenn Leute oder wenn Akteure an die Macht geraten, die Intoleranz und Faschismus natürlich vertreten und unter diesem populistischen Deckmantel, sie behaupten, sie würden für das Volk sprechen. Und kommen dann an die Macht und schließen natürlich aus. Sie schließen aus, denn sie definieren ja, wer dazugehört, und das schließt aus. Das exkludiert bestimmte Minderheiten, und das ist natürlich immer gefährlich und eine Gefahr für die Demokratie. Denn dann kann man nicht mehr jede Forderung oder jedes Belangen formulieren, denn man ist nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Man wird ausgeschlossen und kann dann seine Interessen nicht mehr formulieren. Das scheint also ein Problem des Populismus oder der Diskussion über Populismus zu sein, dass wir durchaus Rechtspopulisten haben, aber möglicherweise auch Linkspopulisten. Gibt es sowas wie Linkspopulismus überhaupt? Denn überwiegend wird über Rechtspopulismus gesprochen in den Medien. Ja, empirisch haben wir natürlich aktuell gerade in Europa mehr Rechtspopulismus. Und dadurch bestimmt das so ein bisschen die Medienlandschaft. Aber wenn wir eine andere Definition von Populismus nehmen, dann haben wir sowas wie Linkspopulismus. Und das ist eigentlich auch das, wofür Populismus vielleicht eher stehen sollte. Denn es kommt ja von Populus, von der Masse. Und zwar kann man so sagen, wir haben eine andere Definition von Ernesto Laclau, dass wir sagen, es gibt unbeantwortete Forderungen im System. Also in der Gesellschaft, und die werden formuliert. Also Beispiel? Zum Beispiel, also wenn wir über längere Zeit irgendwas unbeantwortet haben, dann, also als Beispiel. Eine Forderung. Genau, eine Forderung ist unbeantwortet. Als Beispiel, in einer kleinen Vorstadt funktioniert die Schulversorgung nicht. Also die Schulversorgung ist schlecht, die Schule ist kaputt, meinetwegen, es gibt da kein Dach mehr, das Wasser läuft rein. Mhm. Und in einem anderen Stadtteil ist irgendwie die Wasserversorgung kaputt, da ist ein Rohrbruch, da läuft das Wasser seit 3 Monaten die Straße runter und höhlt die Straße aus und so weiter. Und sie haben schon alles versucht, die Bürger dort haben alles versucht, und es wurde einfach nichts unternommen. Und wenn sie sich jetzt zusammentun würden, noch mit anderen, kleineren Problemen, und bilden irgendwie eine Bewegung unter einem gewissen Begriff, dann können sie so viel Druck ausüben, dass sie Gehör finden und eventuell dann ihre Ziele erreichen können. Das haben wir auch, das ist jetzt so auf kleiner Ebene, aber wir haben dafür natürlich auch große Beispiele, wie zum Beispiel die Occupy-Bewegung vor einigen Jahren, die verschiedenste Menschen zusammenbekommen hat unter dieser Äquivalenzkette wir gegen die 1%. Also wir sind die 99%. Das war natürlich. Und zurück zu der Frage links oder rechts. Und hier haben wir nämlich das, hier, da darf jeder teilnehmen. Ja, also es ist eine ganz offene Äquivalenzkette. Also jeder kann in diese Kette rein, egal wer es ist, wie alt und wie jung und so weiter. Und kann diese Forderung dort einbringen. Das heißt aber, Äquivalenzkette bedeutet, dass im Linkspopulismus eigentlich davon ausgegangen wird, dass es ein sehr heterogenes Volk gibt. Mit sehr heterogenen, sehr unterschiedlichen Forderungen, während es im Rechtspopulismus so ist, dass wir von einem homogenen Volk ausgehen und alle die gleiche Forderung stellen. Genau. Im Rechtspopulismus wird eigentlich alles unterdrückt, außer diese eine Forderung. Und im Linkspopulismus haben wir, natürlich haben wir auch dieses eine Symbol wie Gerechtigkeit oder Ungleichheit, Inequality. Solidarität bei den Gewerkschaften beispielsweise. Aber das heißt ja nicht, dass die kleinen Forderungen alle unterdrückt werden oder ausgeschlossen werden. Die sind ja alle da. Die bewegen sich eben unter diesem Mantel, unter diesem Deckel, werden die mitgezogen und werden auch dürfen formuliert werden. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Rechtspopulisten, Gerd Wilders, Viktor Orban, Marine Le Pen. Wen könnte man jetzt als Linkspopulisten bezeichnen in Europa? Ja, zum Beispiel die das frühe Syriza, bevor sie in die Regierung gegangen sind in Griechenland, die sich gegen diese Sparpolitik oder das Spardiktat von Schäuble und der EU gewehrt haben. Dann haben wir in Spanien Podemos, die auch ein Parteiprogramm haben mit über 400 verschiedenen Punkten in allen Politikfeldern, also alles andere als homogen. Dann haben wir DiEM25, diese Bewegung in Europa für Demokratie. Occupy habe ich erwähnt, also es gibt reichlich linke, linkspopulistische Bewegungen. In Deutschland haben wir jetzt ganz aktuell dieses Hashtag Aufstehen-Projekt von Sarah Wagenknecht, was noch nicht so richtig losgestartet ist, aber was natürlich die gleiche Idee hat. Eigentlich ist es die Reinform dieser Idee. Jeder kann seine Forderung oder seinen Missstand quasi vorbringen, einbringen, und dann wird das zusammen unter diesem Hashtag Aufstehen für Gehör sorgen. Das ist zumindest der Plan. Das ist sehr erhellend. Vielen Dank dafür.